Die Hofgießerei Jakob ist ein familiengeführter Landwirtschaftsbetrieb in Hüde. Im Sinne der Nachhaltigkeit produziert die Familie Jakob hier regionale Produkte wie Eier und Käse für die Supermärkte und Wochenmärkte der Region. Dabei sind sie Selbstversorger und erzeugen sogar ihren eigenen Strom durch eine kleine Biogasanlage. Auf dem Hof wird besonderen Wert auf das Tierwohl gelegt. Wir sind immer so die Kälber, die gerade geboren sind. Bis gut 14 Tage bleiben sie dann hier einzeln. Ja, das ist hier jetzt Boxenlaufstall. Das heißt, die Kühe laufen frei. Die Zeit ist ja Winterzeit, da ist alles im Stall. Sonst haben wir im Sommer haben wir dann die fahrenden Kühe und auch ein Teil irgendwie auch auf der Weide. Wir füllen abends die Milch in den Säulenhäcker ein, über Nacht wird pasteurisiert. Und am anderen Morgen wird dann hier in dieser Käsewanne die Milch reingepumpt und dort wird der eigentliche Käse gemacht. Ungeschüttete Käse, die werden nicht gepresst, sondern gedreht. Ne? Durch das Drehen erreicht man jetzt eine gleichmäßige Luftlochung. Hier ist der Reiferaum des Käses. Also der Gaudino, die Gaudino-Art, dauert 4 Wochen, bis der reif ist. Dann haben wir noch einen Bergkäse, einen Hofkäse, der sollte 6 bis 8 Wochen auf jeden Fall. Man muss bei Hühnern immer höflich sein, anklopfen, damit sie nicht erschrecken. Der Stall ist nach Tierwohlrichtlinien gebaut. Es ist so, dass die eigentlich ja noch immer nach draußen gehen, aber ich sage ja auch durch das Vogelgrippe, dürfen wir sie jetzt nicht mehr mit den Wildvögeln in Verbindung bringen und sie nutzen daher auch den Wintergarten sehr gut. Also das ist hier jetzt eine Eiersortieranlage. Am meisten fallen Klasse L und Klasse M an. Das ist immer so das Standardei.